Hi zusammen. Ja, bin hier draußen im Garten. Es weht ein bisschen Wind. Ich weiß nicht, ob die Verständigung gut ist. Es geht heute um einen Gehörschutz für den Skisport. Und zwar um einen aktiven. Ich bin der Meinung, dass alles andere Mist ist. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber speziell, wer sich für IPC interessiert, da ist es eigentlich unabdingbar, damit man noch die Befehle des Range Officers gut versteht. Ja, und Anweisungen und dergleichen. Aber gut, ich schieße nicht IPC und trotzdem finde ich das super, weil ganz einfach, man kann den auch praktisch so einstellen, also mit einer sehr hohen Empfindlichkeit, dass man also mit dem Gehörschutz besser hört als ohne. Das Mikrofon praktisch verstärkt, also auch leisere Geräusche lauter wahrnimmt. Und das ist für mich sehr gut, zumal ich jetzt, sag ich mal, in meinem hohen Alter von, ich weiß gar nicht, 58 oder so, nicht mehr so gut höre, wie mal mit 20 rum, ist das sehr angenehm. Ja, und im Moment, also man hört alles top, wenn man will, also sogar lauter als in der normalen, ohne Gehörschutz. Umgebung hört man besser, wenn man sich entsprechend empfindlich einstellt. Und in dem Moment, wenn der Schussknall kommt, ist aber sofort dicht, also machen die Mikrofone dicht und das Ohr wird jetzt nicht belastet, sondern es ist dann ruhig, mit maximaler Dämmung sozusagen. Und sobald der Schussknall vorbei ist, schaltet er wieder auf frei. Ja, ich hatte vorher eine Zeit lang ganz normalen Gehörschutz, auch schon relativ guten, aber dann kommt mir das in der normalen Umgebung, also wenn ich gerade geschossen wird, sage ich mal, ist mir das einfach zu gedämpft. Ich mag das nicht, wenn ich nicht so wirklich gut höre, was um mich herum los ist. Ich selber habe einen von 3M, das ist natürlich kein Muss, mir ist das scheißegal. Es ist also kein Werbefilm hier für irgendeine Marke oder irgendein Modell. Ich habe mir den halt gekauft, finde ihn gut, hat sich sehr gut bewährt. Es sind immer noch die ersten Batterien drin, jetzt seit 2 Jahren etwa benutze ich den. Kann halt nur wärmstens empfehlen. Eingeschaltet wird dieser hier über den Ein-Aus- oder Standby-Knopf hier. Im Moment etwa 3 Sekunden gedrückt halten, dann macht es Piep, dann ist das Ding an. Und über die Minus- und Plus-Taste stellt man sich die Empfindlichkeit des Mikrofons ein, je nachdem, wie verstärkt man in der normalen Umgebungslautstärke hören will. Wenn es zum Schussknall kommt, dämpft es immer maximal, da kann man nichts einstellen, wie stark es dämpft. Das ist dann einfach, werden die Mikrofone sozusagen abgeschaltet und der technisch mögliche, von eine konstruktive, maximale Dämpfaktor, sage ich mal, ist dann aktiv. Ja, das wäre es eigentlich schon. Jetzt setze ich mir das Ding nochmal auf die Birne, nur der Ansicht halber. So, jetzt höre ich erstmal fast nichts mehr. Moment drücken. Hat ein lautes Piep gemacht, jetzt höre ich die Windgeräusche stark. Zischt schön. Also man kann sich das natürlich runterregeln, aber ich mag das, wenn ich etwas verstärkt höre. Also besser, als ich mit meinen normalen Ohren, sage ich mal, die Umgebung wahrnehme. Ja, einfach ein super angenehmes Tragegefühl hat das Ding auch. Sitzt sehr gut für meinen Kopf, zumindest für meine Birne ist das sehr gut. Kann man auch lange aufhaben, ohne dass man darunter, sage ich mal, gut, im Sommer bei 30 Grad im Schatten oder so, fängt man natürlich schon an zu schwitzen, aber so im Normalen ist es ein sehr angenehmes Tragegefühl, fühlt sich super an, ganz taco. Gut, mache ich wieder aus. Wieder etwas länger, also circa 3 Sekunden gedrückt halten, dann macht es einen dunkleren Piepton, einen dumpferen und dann ist das Teil ausgeschaltet. Ja, das war's eigentlich. Kann ich nur jedem empfehlen, sich so ein Ding zuzulegen. Und wer meint, ja, wegen Kosten, keine Ahnung, also ich habe mal für 160 oder 170 gekauft, mittlerweile gibt es die Dinger, glaube ich, für 120 oder weniger. Fakt ist, es ist wie immer, Equipment muss gut sein, sage ich mal, sonst macht das Ganze keinen Spaß. Also mir würde das Schießen zum Beispiel mit dem nicht aktiven Gehörschutz, ja, 50% weniger Bock machen.
ich stehe immer drauf, dass die Ausrüstung gut stimmen muss und dass man da nicht unbedingt zum Billigsten greift. Und man hat ja auch sein Leben lang, die gehen ja nicht kaputt, man hat sein Leben lang was davon. Und bevor man jetzt irgendwie da meint, 50 Euro sparen zu wollen und hinterher stellt man das Ding wieder in der Ecke, das bringt es halt auch nicht. Das war's eigentlich. Ja, für heute, ne? Bis dahin, ciao.